Ich sag mal so, wunderschönen guten Tag auf meinem YouTube-Kanal zu einem erneuten Vlog rund ums Thema Skatepark hier in Berlin. Heute eine ziemlich spontane Angelegenheit, weil der gute Zappolino und ich haben uns ganz spontan rausaktiviert, weil der gute Zappolino das erste Mal seit 10 Jahren auch wieder auf seinen Inlinern steht. Der ist gerade unten schon am Rollern, aber ich will euch kurz noch den Weg hierhin zeigen. Und zwar dort vorne Baumschulenweg, S-Bahn-Station, von dort ungefähr 600-700 Meter zu laufen. Dann geht es hier über eine Brücke, Minna-Todenhagen-Straße, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und unter dieser Brücke ist die wunderbare Lokation, wo man einfach schön rollern kann. Die Dinge, die dort verbaut sind, ist alles so ein bisschen do-it-yourself. Wer einen Plan hat, kann das gerne mal in die Kommentare schreiben, ob da einfach der eine oder andere hingeht und selbst baut oder wie das alles organisiert ist. Und ist einfach gerade gar nichts los. Wir haben Samstagmittag, 30 Grad, Sonne scheint, was will man mehr. Und von der Straße jetzt hier aktuell viel Baustelle, aber dort schlendert man dann runter. Der Weg hier lädt noch nicht so ein zum Rollern, aber genau ab hier lädt der Asphalt, der cremige Asphalt zum Rollern ein. Hofft, dass keine Steine vorhanden sind. Ich sag mal so, bada boom, bada bang. Und ich sehe gerade, man kommt auch von der Brücke runter. Hier ist ein Treppchen. Super, super nice. Ey, und das Angenehme, das haben wir direkt schon nach den ersten Sekunden gemerkt, du hast hier einfach eine kleine Windigkeit. Also richtig angenehm. Als wir vorhin ankamen, war auch jemand hier, der gekehrt hat. Also ich glaube, die Damen und Herren versuchen es auch alles so ein bisschen sauber zu halten. Das heißt, wer Müll macht, schnappt euch den Besen und kehrt alles weg. Hier muss man auch wirklich sagen, das ist halt echt auch ein cremiger Asphalt hier. Und hier kommen wir zu den ersten Lokationen, die ich jetzt, wie gesagt, ja auch noch gar nicht so benötige, aber ich finde es halt immer geil, es auch zu zeigen und zu präsentieren für die Damen und Herren, die vielleicht in Berlin nach dem einen oder anderen Skatespot suchen. Das sieht auch schon ein bisschen durch aus, aber hier sind sehr viele Dinge, kleine Spots gebaut. In jeder Ecke stehen hier einfach so kleine Spots, kleine Ramps. Hier sowas, vielleicht schafft man das auch mal irgendwann, wenn der Olli hoch genug ist, einfach drauf. Oder sowas, das sieht zum Beispiel angenehm aus. Das hat zum Beispiel eine Höhe, wo ich sage, ey, das würde ich mich auch bald trauen, so, ne? Hier einfach hochkachen, bzzzt, oben Olli ein kleiner, zack, zack, und da wieder runter. Hier gibt es auf jeden Fall etliche Spots. Guck mal, auch so ganz kleine Styles. Das Geile ist natürlich hier auch, wenn es mal regnet, Schutz. Cremiger Asphalt. So, wir gucken jetzt mal, wo der Zappolino rollert. Ob er noch rollert. Da hinten haben wir einen Zappolino. Steht am Fahrrad, mit den Inlinern, Handy in der Hand. Eine Sache, die ich euch noch zeigen kann. Man kann direkt ans Wasser hinten, kann dort auch ein bisschen chillen. Und hier vorne kannst du dich dann mit einem lockerflockigen Kaltgetränk ans Wasser gesellen. Bada boom, bada bang. Schreibt doch mal in die Videokommentare, ob Share, Share oder Share. Also ich finde es Share. Ich sage euch, wie es ist. Und jetzt gucken wir mal, wie es beim Zappolino aussieht. Ich sag dir, wie es ist, Zappo. Es sieht bei dir nett verkrampft aus. So, natürlich haben wir uns auch keine Kosten und Mühen gescheut, den einen oder anderen Inliner hier mal zu befragen. Cremiger Asphalt, ja oder nein? Auf jeden Fall sehr cremig. Zappolino, eine Frage habe ich jetzt noch, bevor du weiter trainierst vor Olympia. Wie findest du die Location hier, sag mal ehrlich? Die Location ist ganz nice eigentlich so. Oh, da war eben kurz Rückenlage. Der war richtig knapp. Die rasenden Skatepark-Reporter, gar keine Zeit, wir müssen weiterrollen. Aber eine kurze Frage noch, an so einem wunderbaren Rollertag. Ich kenne das ja selbst. Was sagt ihr? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Sollte man das Handy zu Hause ad acta liegen lassen oder es mitnehmen? Samstag um die Uhrzeit und du bist rollern, anstatt auf irgendeiner Party dir die Nächte um die Uhr zu holen. Was ist passiert? Die Party startet erst später. Was hältst du von so einer wunderbaren Rollerblade-Skater-Party hier unten oder am Tempelhofer Feld mal? Könnten wir auf jeden Fall mal durchziehen. Fast hier vorschlagen mit ein bisschen Schatten ist auf jeden Fall immer besser als Tempelhofer Feld in pralle Sonne, ne? Hey, das war heute. Obwohl billiger ist auf Tempelhofer Feld, 3 Biersternhackeldicht, ist halt auch eine Option, ne?
Aber das war vorhin auch tatsächlich unsere Überlegung, weil Tempelhofer Feld bei 30 Grad Sonne knallt, ist geil, aber haut einen auch in die Ecke nach einer Stunde. Da kannst du auch, wenn du kein Wasser schon trinkst, auch schnell mal Sonnenstich Deluxe bekommen. Deswegen ist es hier ist schon geil. Auf jeden Fall, Mann. Das ist echt entspannt, Mann. Und, habt ihr ja gesehen auf dem Video wahrscheinlich, ist so gut wie nichts los halt, ne? Geil. Noch eine Nachmeldung. Eine was hat er? Eine Nachmeldung, Zusatzauftrag. Liebe Stadt Berlin, der Park hier ist geil, aber macht mal zwei, drei Bänke hin, Lan. Mit Rollerblade ohne Sitzen, scheiße, Lan. Und, ganz ehrlich, ich habe noch nicht einen Mülleimer gesehen. Boah, nee, ich auch nicht. Da ist... halt das auch dementsprechend aus, ne? Ja, das ist zwar der Besen, aber ja, Bänke wären geil, rechts und links so ein paar Bänke, ja, das wird man anmerken, rechts und links ein paar Bänke und Mülleimer, dann wären wir echt wunschlos. So wie es hier aussieht, wird es wahrscheinlich eh nicht mehr lang so aussehen, weil diese Freifläche da drüben ist bestimmt nicht mehr lang Freifläche. Da kommt bestimmt ein massiver Komplex hin. Komplexo, plexo. Wie gesagt, schreibt in die Kommentare, wenn ihr Tipps habt, Skateparks in Berlin. Nicht nur Skateparks, auch einfach cremige Asphaltstyles. Ansonsten jegliche Tipps und Tricks in die Kommentare ballern. Zappolino und ich rollen jetzt noch. Easy, schönen Sonntag. Ja, heute ist Samstag. Aber auf jeden Fall schönen Montag bis Sonntag. Bis ganz bald, bleibt gesund. Wie immer würde ich mich über Däumchen nach oben freuen. Abonniert den Kanal, kommentiert, bleibt gesund. Ahoi. Ahoi.